Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Suhl spielt und wir sind wieder bei Inside, dem Spiel von den Limbo-Machern Playdead. Ja, wir sind dieser kleine Junge hier und in der ersten Folge habe ich euch ein bisschen gezeigt, worum es überhaupt geht und wie man es so spielt. Und ja, wir sind jetzt hier in dieser Fabrikhalle, whatever, angelangt und haben gerade mit so einem Tresor das Loch in den Boden gemacht und ja, hüpfen einfach mal rein. Hier ist wieder so ein gelbes Kabel. Gelbes Kabel führt immer zu Achievements. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass ich dieses hier schon habe. Ja. Egal. Habe ich es euch trotzdem gezeigt. Weiter geht's. So, das sieht aus wie so ein alter Bahnhof oder sowas. Okay. Hier ist wieder diese Brain Control Gedankensteuerungsmaske. So. Jetzt kann ich nämlich hier hinten diesen da fernsteuern. Und hier ist der Trick, dass beide auf diesen Druckplatten stehen müssen. Und das kriegen wir aber nur hin, indem wir die ein bisschen anders positionieren. Nämlich so, jetzt haben sie den gleichen Abstand und sie haben uns geholfen, das Rätsel zu lösen. Okay, ich hoffe, ihr hört im Hintergrund dieses Bum, Bum, Bum. Also die Soundkulisse trägt hier sehr zur Atmosphäre bei. Gucken wir mal, was das auf sich hat. Jetzt laufen wir hier irgendwie über so ein Dach. Okay, da unten marschieren Leute. So. Da ist wieder so ein gelbes Kabel. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht, das Achievement. Da gucken wir doch mal. Jawohl, das hatte ich noch nicht. Dann ist hier dieses Tonbandgerät, aber damit können wir nichts weiter machen. Also gehen wir wieder nach oben, weil hier geht's nicht weiter. Müssen hier eher wieder an die Dachrinne. Und krabbeln die mal nach oben. Über den Zaun. Upsala, fast abgestürzt. Ei, ein wackeliges Holzbrett. Oi, oi, oi. Okay, wir müssen hier lang. Aufs nächste Dach. Hier kann man wieder schön runtergucken. Überwachungskameras, die uns hoffentlich nicht sieht. Auch hier sehr schön kann man die Tür, beziehungsweise muss die Tür so nach und nach zerlegen, bis man durchkommt. Lichteffekte, fantastisch. Okay. Das Spiel basiert auf der Unity Engine. Ich weiß auch nicht genau, welche Version. So, was war das hier mit der Leiter? Hier ist Ende. Dann würde ich sagen, Klonk. Marschieren wir mal da hoch.
Hier gibt es so komische Hebel. Was die auf sich haben, zeige ich gleich. Ich wollte nur mal eben kurz gucken, weil hier habe ich beim ersten Mal ein bisschen Zeit verbraten. Diese Tür muss auf. Warum, das sehen wir gleich. Ich lege jetzt nämlich mal hier den Hebel um. Und das aktiviert ja, diese Maschine. Und wenn man in den Lichtkegel kommt, gleich tot. So, deswegen müssen wir jetzt hier immer schön im Schatten verstecken. Und warum wir die Tür am Anfang aufgemacht haben, sonst reicht einfach die Zeit nicht, bis er die Tür aufmacht, ist das Licht wieder da. Von daher erst Tür auf, dann Schalter, dann durchschleichen. So, nächster Abschnitt, wieder so ein wackeliges Brett. Das wird diesmal hoffentlich halten. Jawohl. Oh. Zack. Ich glaube, da hatten wir keine Chance. Okay, jetzt müssen wir so tun. Ja. Also das Ding beobachtet uns. Wir dürfen keinen Fehler machen. Wir müssen exakt das hier mitmachen. Da muss man schon ein bisschen, aber auch nicht umdrehen oder irgendwie sowas. Nix. Exakt. Schritt halten. Und natürlich den Unfug hier mitmachen, was die auch machen, nämlich springen. Läuft ja gut bisher. Sind schon ziemlich blöd, die Leute, ne? Die haben so Masken auf. Alle. Die haben kein Gesicht. Okay, da vorne müssen wir uns drehen. Das lief gut. Jetzt kommen wir hoffentlich raus aus dem Feld, jawohl. Ich glaube, diese Überwachungskamera ist weg. Da hinten sind schon wieder diese fiesen Hunde. Glaube, lange und ab die Post. Oh, das ist immer was, sag ich euch. Ah, das nächste Rätsel mit dem Hund. Ja, komm du ruhig her. Wenn du nämlich da jetzt zugange bist, habe ich genug Zeit abzuhauen. So, da oben ist der Mensch, den wir steuern können. Ziemlich abgefahren. Gucken wir mal, wie wir weiterkommen. So, wie war das denn hier? Ich glaube, hier muss ich erstmal runter.
Ah, okay. Das macht oben die Klappe auf. Dann schieben wir die Kiste drauf. Und warum haben wir uns hier runtergelassen? Natürlich, damit wir jetzt hier wieder an die Maske drankommen. Helm, wie auch immer. Brain Helm nenne ich ihn jetzt mal. Okay, weiter geht's. Sieht aus wie ein altes. So, was war denn hier nochmal? Da oben ist noch eine Maske. Ah, genau. Glaube ich zumindest. So. Wir können natürlich mit dem Typen auch springen. Und der kann selber wiederum einen steuern. Weil es geht ja letztendlich drum. So. Jetzt muss ich, glaube ich, kurz abkoppeln. Wieder ankoppeln. Jetzt habe ich den nämlich wieder. Und mit dem kann ich jetzt da oben drauf. Nützt mir nur nichts. Nochmal. Ich glaube, mit dem muss ich hier oben wieder ran. Siehst du, so hat man schon ein paar Rätsel wieder vergessen. Ach so, ja, natürlich. Du hier hoch. Blöde Idee. Hier hoch. So, jetzt abkoppeln, ankoppeln und weiter geht's. Rätsel gelöst. Was haben wir da unten? Irgendwie so ein komisches... man weiß es wieder nicht. Ah, ein Hebel. Okay, ich erinnere mich. Jetzt sind die Arbeiter da unten ganz aufgescheucht. Wir positionieren uns hier eher am Rand. Legen den Hebel um. Weil... Und jetzt schnell abdocken, damit wir hier ins Wasser kommen. So, hier wollte ich mich noch mal ein bisschen umgucken, ob es nicht noch ein Achievement gibt oder sowas. Oh, jetzt mal schnell auftauchen. Keine Luft mehr. Da ist doch bestimmt irgendwo ein gelbes Kabel, oder nicht? Na gut. Dann nehmen wir mal unsere Plattform hier mit. Die brauchen wir definitiv, um hier rauszukommen. So. Ein Lichtschacht und ein Knopf. Und ein Fenster. Okay, Knopf lässt Wasser ab. Wenn Wasser weg ist, ist die Tür auf. Der Knopf macht das Wasser bestimmt wieder voll. Wie war denn das? Wie war denn das? Okay, hier ist das Problem.
dass die Tür aufbleiben muss, aber wieder zugeht. Okay, mal gucken. Und hier kommen wir wieder. Wieder in den Raum. Jetzt sind wir wieder so weit wie vorher. Achso, ich kann das Wasser auch. Jederzeit. Ah, mal gucken, das könnte vielleicht passen. Ja, das könnte passen. Ich hoffe, das war so. Passt. So, Tür auf. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit dem Wasser da vorne. Genau, hier ist so eine Box, den nehmen wir mal mit. Schupp. Weil diese Kette da. So. Wasser an. Auf die Box und können damit die Kette erreichen. Okay, was haben wir da oben? Sieht aus wie so eine Haltestelle für so eine Bahn. Oh, fährt sogar ein Zug vorbei. Ja, dafür haben wir da unten so einen Zug, der schon wieder Menschen abtransportiert. Und hier haben wir schon wieder so einen fiesen Lichtkegel. Mit Schatten. So, und dieses Rad, und wenn man daran dreht, geht das runter. Oh, wir müssen allerdings. Ah, scheiße. Nicht aufgepasst. Wir müssen mal eine Runde sterben. So, nochmal. Was ich sagen wollte, wir müssen da ein paar Mal dran kurbeln. Oh, diese Kurbelei ist echt ätzend. Es bringt auch nichts, wenn man am Controller da besonders schnell im Kreis dreht, den Stick. Man muss so ein bisschen in der Geschwindigkeit bleiben, wie er tatsächlich an dem Rad dreht. Okay. Oh, vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten sollen. So, hier ist auf jeden Fall ein Schatten. Da hinten fährt wieder was vorbei im Hintergrund. Kommt ein Licht, hau ab. Ich will hier runter. So. Ja, ich glaube, wir machen hier mal wieder einen Cut. Ich denke, dass wir an dieser Stelle auch mit dem Spielstand weitermachen können. Ja,
Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Sul. Ciao, ciao.